Das Kollegiengebäude 1 der Freiburger Universität birgt einen großen Schatz. In einem unscheinbaren Raum befindet sich das Husserl-Archiv. Dort wird das Gesamtwerk des Philosophen Edmund Husserl aufbewahrt. Husserl war durch seine Ideen zur Phänomenologie bereits bekannt, als er 1916 nach Freiburg kam. Husserl war, würde man heute sagen, ein internationaler Star. Das heißt, Husserl nach Freiburg zu berufen, bedeutete, dass man einen der prominentesten Philosophen seiner Zeit hatte. Husserl war ja noch ein richtiger Geheimrat und war Mitglied der großen Akademien in Amerika, in England, also hoch geehrt. Und es war wirklich, er war ein Star. Über 40.000 Seiten stenografischer Texte hat Edmund Husserl Zeit seines Lebens zu Papier gebracht. Der belgische Franziskanerpater Hermann Leo van Breda rettete den Nachlass Husserls vor den Nationalsozialisten nach Belgien. In Löwen gründete van Breda das erste Husserl-Archiv. An Husserls Wirkungsstätte in Freiburg stehen heute die gesamten Aufzeichnungen in Faksimile zur Verfügung. Die Schriften sind Ausgangspunkt zahlreicher interdisziplinärer Forschungsprojekte. Beispielsweise Projekte, die gemeinsam mit dem Zentrum für Sicherheit und Gesellschaft gemacht werden, wo man zunächst mal gar nicht denkt, was das jetzt mit Philosophie zu tun haben soll, wo es um Fluggastsicherheit geht, darum zu reflektieren anhand ethischer Maßnahmenkatalogen, wie groß die Eingriffstiefe denn sein soll. Privatsphäre, Thema der Privatheit. Wichtiges Thema, anthropologisches Thema. Nicht nur die Sicherheit an Flughäfen kann vom Gedankengut des großen Philosophen profitieren. Auch die Wirtschaft lässt sich auf die Phänomenologie ein. Es gibt zum Beispiel eine vor kurzem gegründete Thales-Akademie für Wirtschaft und Philosophie, in der der Geschäftsführer eine Arbeit über Husserls Ethik geschrieben hat und die ein Weiterbildungsmodul entwickeln für Personen, die so als Entscheider auf der ersten Ebene in Firmen angesiedelt sind, wo es darum geht, wirtschaftliches Handeln zu reflektieren unter ethischen Kategorien. Die Phänomenologie Edmund Husserls war für seinen Freiburger Schüler Martin Heidegger ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Heideggers Auslassungen über die Hermeneutik verstehen sich als Kritik des sogenannten kartesianischen Weges bei Husserl. Hier ist die Forschung am Husserl-Archiv längst nicht zu Ende. Als neuestes Projekt, was gerade abgeschlossen war, was nur mit der Phänologie natürlich zu tun hat, weil die Hermeneutik ein legitimes Kind, wenn man so will, der Phänologie ist, die moderne. Und da habe ich zusammen mit einem Kollegen aus Australien bei Routledge den Companion von Hermeneutik gemacht. Das war ein Forschungsprojekt, was 3 Jahre lief und jetzt letztes Jahr im Dezember abgeschlossen werden konnte. Zu verstehen sucht der Direktor des Husserl-Archives derzeit einfach anmutende Phänomene der Gegenwart. Ihn soll die Denkweise Husserls dabei unterstützen, das Phänomen der Freundschaft im Zeitalter von Social Media wissenschaftlich zu hinterfragen. Mich interessiert zum Beispiel so ein Phänomen wie bei Facebook, wo man dann eben plötzlich 1.000 Freunde haben kann. Kann man das wirklich? Ist das, also das, da, es ist ja ein Nahverhältnis. Und das Soziale und Sozialität, das verbindet sich ja dann immer auch gleich mit ethischen Einstellungen. Und da ist das ist ein klassisches Thema auch der Phänomenologie. Und so bin ich da eigentlich drauf gekommen und das beschäftigt mich. Die Husserlsche Phänomenologie ist auch im 21. Jahrhundert weit davon entfernt, überholt zu sein. An 130 Plätzen weltweit legt die Forschung davon Zeugnis ab. Ausgehend von den großen Husserl-Archiven in Löwen, Paris, New York, Köln und in Husserls Wahlheimat Freiburg, wo Husserl und Heidegger weiterhin eine zentrale Rolle in der philosophischen Forschung spielen werden. Auf jeden Fall. Also Husserl ist ein Denker der Zukunft. Ganz sicher.